Ich habe für euch in die Sterne geblickt und es kam ganz klar raus, wir alle brauchen viel, viel mehr Schuhe. Wir treffen heute bei Deichmann in Baden bei Wien die Star-Astrologin Gerda Rogers. Denn eines haben wir alle gemeinsam. Wir lieben Schuhe, egal in welchen Formen und Varianten. Aber welches Sternzeichen mag es dabei besonders praktisch, welches stilvoll und elegant? Jedes Sternzeichen hat ja auch die gesundheitlichen Zuordnungen. Zum Beispiel die Fische, die Füße. Und das ist ja wahnsinnig wichtig, dass die den richtigen, passenden Schuh, den Gesundheitsschuh, er soll schick sein, schön sein und soll trotzdem auch zu den Füßen passen. Bequeme Schuhe mit flachem Absatz oder die edle Version mit Plateau. Wer steht auf Lackschuh, wer auf Leder? So unterschiedlich die Sternzeichen sind, so verschieden sind die Vorlieben in Sachen Schuhmode. Und das ist dasselbe auch bei Schuhen. Da gibt es eben den sportlichen Typ, den bequemen Typ oder die Glamour Queens. Das heißt, jeder hat so seine genaue Vorstellung des perfekten Lieblingsschuhs. Es ist bekannt, dass das Horoskop die Persönlichkeit markiert und damit die Art, sich zu kleiden. Die Auswahl der täglichen Kleidung ist kein Zufall, sagt die Expertin. Also ich sehe immer wieder der zum Beispiel, diesen wunderschönen Stiefel, absolut, der Skorpion oder der Löwe. Ja, der passt zum roten Teppich, zum großen Auftritt für einen Löwen. Die Schuhe verraten nicht nur unsere Stimmung, Vorlieben und Zwecke, nein, sie sind nach Gerda Rogers auch oft der Schlüssel zum Erfolg. Na schon, ich würde sagen, der Löwe. Stierdamen lieben ja auch natürlich einen ordentlichen Schuh. Darf auch ein bisschen Straßenschmuck drauf sein. Aber auch der Steinbock legt sehr, sehr viel Wert zum Outfit, den richtigen Schuh zu haben. Also ich bin ja ein Steinbock, ich bin auch ein Schuhnarr. Es muss zu jedem Kleid richtig passen. Wir wagen bei den Trends jetzt schon einen Blick in die Zukunft und verraten, dass das kommende Jahr einiges an Farbe für uns bereithält. Das nächste Jahr wird sehr farbenfroh. Unsere Schuhwelt wird sehr farbig werden. Es ist nichts mit langweilig, sondern wirklich super bunt, super frisch und unglaublich vielfältig von den Formen. Und alles in Farbe. Die typischen Wassermannschuhe. Ja, Neonfarben, leuchtend, nicht zu übersehen, immer der Zeit voraus. Ja, und ich würde sagen, hallo, da bin ich. Ich bin nicht zu übersehen. Nicht zu übersehen ist im kommenden Jahr auch Classic Blue, die Trendfarbe des Jahres 2020. Das ist die Farbe Blau, die würde ich zuordnen den Fischen und den Krebsen. Wasser, das ist das wässrige Thema. Vor allem auch bequem durch den Absatz. Die Fische lieben ja ein bisschen einen guten Stand. Und ich wäre sehr klassisch, ohne Schnickschnack. Es soll sie tatsächlich geben, die perfekten Schuhe für jedes Sternzeichen. Oder zumindest Schuhe, die sehr gut zu den Eigenschaften und Vorlieben eines Sternzeichens passen. Ja, also absolut für die Schütze. Auf den Leib geschrieben, dieser Schuh. Ja, die wandern so gern, die sind gern draußen in der Prärie, Wiese, Wald, unterwegs zu sein. Sie rustikal zum Schnüren, bequem, wie ich es will. Aber die sind schön, die sind dann noch gefüttert, ja, doch ein bisschen warm. Und vor allem die Sohle, denn da, die müssen Wind und Wetter aushalten. Das ist der Schütze. Egal ob für Schützen oder Steinböcke, das kommende Jahr wird für uns alle ein ganz besonderes. Es wird ein super Jahr, es wird ein Mondjahr, ein Jahr der Romantik, der Gefühle. Und ich hoffe, dass die Leute wieder ein bisschen näher zusammenrücken und liebevoller miteinander umgehen werden. Wir freuen uns auf 2020. Es wird ein gutes Jahr, um nach den Sternen, Schuhen zu greifen.